WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube, da kann man manchmal nicht nur coole Sachen sehen, sondern auch mal Sachen, die man eigentlich gar nicht sehen will. Was man da machen kann, wie man das am besten da meldet, das erkläre ich euch heute. Fangen wir doch direkt mal mit Instagram an. Wenn ihr in Instagram ein Bild seht, wo ihr denkt, oh, das gehört hier eigentlich überhaupt nicht hin, dann geht ihr oben auf die drei Punkte und könnt dann auf Melden klicken. Jetzt wird gefragt, Spam oder unangebracht. Ihr klickt auf unangebracht und dann werdet ihr gefragt, ja, warum ist es denn eigentlich unangebracht? Zum Beispiel, weil Hass drin vorkommt, weil es Gewaltdarstellungen gibt, weil es pornografische Inhalte gibt. Bei all diesen Dingen sagt Instagram, nee, das gehört nicht auf unsere Plattform und entsprechend könnt ihr das dann auch da melden. Jetzt gehe ich hier mal zum Beispiel auf Hassrede. Dann würden hier noch ein paar Infos kommen, was dazugehören würde, was für Symbole zum Beispiel nicht vorkommen dürfen, auch in Instagram. Und dann könnte ich schauen, aha, passt das jetzt zu meinem Bild, was ich hier melden will, und dann auf Melden klicken. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Was ist denn zum Beispiel, wenn ihr sagt, ein ganzes Profil ist eigentlich nicht in Ordnung? Dann geht ihr auf das Profil drauf und dann oben wieder auf die drei Punkte und könnt dann auch wieder melden. Hier ist jetzt ein bisschen, muss man sich ein bisschen durchklicken, auf unangebracht klicken und dann dieses Konto verletzt meines Erachtens die Instagram-Gemeinschaftsrichtlinien, das ist der richtige Reiter, da einmal draufklicken, dann Konto melden und dann sind wieder Fragen, ja warum denn eigentlich melden? Wegen Spam, wegen unangemessenen Inhalten, da werden wir wieder bei ähnlichen Dingen wie eben bei dem Post und können da wieder auswählen, was wir daran nicht in Ordnung finden. Oder auch zum Beispiel Belästigung oder Bullying wird hier vorgeschlagen. Ganz ähnlich ist es bei TikTok, da kann ich nämlich auch sowohl das Profil melden, indem ich oben auf die drei Punkte gehe, dann unten auf Melden und hier habe ich wieder verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, da gibt sich eine Person als jemand anderes aus oder sie postet unangemessene Inhalte und auch hier kann ich wieder Mobbing, Pornografie, Gewalt oder ähnliche Dinge melden. Außerdem kann ich auch einzelne Videos melden, indem ich auf den Teilen-Button gehe, also ein bisschen tricky versteckt, und dann auf Melden. Und auch da habe ich wieder die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten, um dieses Video zu melden. Wie könnt ihr das Ganze jetzt bei Snapchat machen? In Snapchat könnt ihr auch melden, Personen und auch Snaps. Dafür geht ihr entweder auf das Profil der Person, oben auf die drei Punkte, ihr kennt das Spiel schon, und dann auf Melden. Auch hier habt ihr wieder verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt auch einfach sagen, der Nutzer nervt mich und dann könnt ihr den Nutzer blockieren zum Beispiel. Oder eben auch gemeine oder unangemessene Snaps melden. Ihr könnt auch sagen, dieser Account dieser Person wurde gehackt. Also hier gibt es deutlich mehr Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt sagt, ah, ich guck mal rein, hier ist ein Snap und ihr findet den irgendwie nicht okay, dann lange gedrückt halten, dann kommt unten so ein kleines Fähnchen. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr auch wieder melden. Ihr könnt sagen, es gibt hier zum Beispiel irgendwelche sexuellen Inhalte, es gibt hier irgendwie Belästigung oder Hassreden. Auch da habt ihr wieder verschiedene Möglichkeiten auszuwählen, was ist da eigentlich nicht in Ordnung. In WhatsApp könnt ihr eure Kontakte oder Personen, die euch anschreiben, die ihr vielleicht gar nicht kennt, melden, indem ihr auf deren Profil geht und dann unten auf Kontakt melden klickt. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, melden und blockieren, also damit euch die Person auch nicht mehr schreiben kann, oder melden zu klicken. Ganz wichtig, hier gibt es kein Menü mehr, wo ihr einstellen könnt, warum will ich diese Person melden. Denn WhatsApp kann gar nicht lesen, was ihr schreibt, es ist Ende zu Ende verschlüsselt. Die entscheiden erst, wenn ganz viele Leute sagen, diese Person sollte nicht mehr WhatsApp benutzen, diese Person wird gemeldet, erst dann wird die von WhatsApp auch verbannt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Melden klicke, dann wird auch sofort die Person gemeldet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was eigentlich passiert, wenn ich jetzt auf Melden klicke und was dabei auch schief gehen könnte, dann guckt doch mal unten in der Infobox, da gibt es einen Artikel, den wir euch verlinkt haben. Und diese Infos haben jetzt gesessen, also denkt dran, Abo nicht vergessen.